Der, was er vorhin mit Breitenberg gemacht hat, vorhin, ne? Und? Wieso, was hat er mit dir Nein, gemacht? Echt? wir haben halt mit Bann mein und Bann. Perma. Ach so, ja, ich bin zu Meta und hab Ja. gesagt, so Frank, du bist jetzt ein Perma, das geht so nicht mehr. Wegen Meta und dann sage ich so, gib mir Beweis und er sagt so, ich muss dir keinen Beweis geben und dann so, Digga. Das war aber echt hart, Digga. Das war echt Also hart. voll, habt ihr es voll geglaubt? Ja. Ich hab, Bruder, Sparta kommt zu mir und sagt mir, du kriegst mal, warum so, und Sparta einfach so zu mir kommen. Ja gut, es sein könnte, dass er so ein bisschen so Lala Lili macht, weißt du, aber wenn das wirklich so, wie es wirklich wäre, wenn Nee, er... wir haben ja echt gemetert, ich hab Screenshots, Ja, weißt ich bin direkt voll ernst rangegangen, ne? du? Ja, der ist echt. Der kam einfach direkt, ja, Frank, komm mal her. Wir waren in so einer, ich war direkt in der Garage in so einer Mens bei den Jungs, weißt du, wie ich mein? Und dann kam er von der Seite, ja, komm mal Das rüber. kannst du mit mir nicht machen, dann krieg ich einen allergischen Anfall. Und allgemein, diese OOC-Talks, die helfen auch extrem, glaub Ja, mir. ja, 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 ja. Heute war, auch selbst Dings, Monte war in meinem Chat und hat dann geschrieben, ich habe gerade, das war so ein Zufall, ne? Ich habe gerade, einer hat mir gesagt, Jim hat seinen Stream beendet. Ich bin so sauer, ich sag, ey, das kann nicht sein, das machen Stimmt, er wir war auch nicht. sauer und hat er Und dann ausgemacht, ne? meinte ich, ja, und dann meinte ich, ey, Chat, was soll das? Ich streame hier Just Chatting, nur weil ich euch sagen muss, macht das nicht, macht dies nicht. Auf einmal schreibt Monte rein, du streamst ja auch anscheinend nur Just Chatting. Dann denke ich mir so, hä, dann ist Sieht der das Talk Ding reingekommen, dann haben wir vom Sack gequatscht. Spadre war es auch dabei und Mehdi auch, ne? Ja, Ja, ich kann genau. ein bisschen später. Das hat jeder hat einfach wirklich, jeder ausnahmslos hat dieses Problem. Das Danke, liegt nicht Bro. an irgendeinem Danke, einzelnen liebe. Streamer, das Nein, liegt nein, wirklich nein, 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 das sind die Leute. an diese Gesamtsituation auch. Deshalb sehe ich es auch kritisch, dass man da irgendwas machen kann. Deswegen würde ich gerne mal wissen, was ihr für eine Idee hattet, weil das habe ich nicht gehört. Die Idee war, dass sie einen Mehr Discord erstellen, alle Mods von jedem Streamer und dass die Namen reingeschickt werden, die bei anderen Leuten beleidigt haben und die werden gepermabannt. Bei jedem. Ja, fühle ich, aber Umsetzung ist eigentlich so gut wie nicht möglich, meiner Meinung nach. Wir Allein wenn man probieren es das. versucht, Wir allein wenn man es probieren versucht, das. reicht das. Ja. Wir probieren das und dann werden wir auch selber merken, wo sind, wo entstehen da Schwierigkeiten. Wichtigste ist da Kommunikation. Sobald das alles funktioniert, nimmt der Rest seinen Lauf. Ja, Es geht ja. auch nur um die ganz krassen Sachen, die wirklich richtige Hetze betreiben. Jetzt einer, der schreibt, Blots feiere ich gar nicht, das ist ja Ja. scheißegal. Ach so, Oder kleine wenn Fronten einer, gehören ja dazu. ja, das juckt niemanden, Ja, aber wenn richtig. einer Also. schreibt zum Beispiel, Blots, ihr seid so peinlich, versteckt Ja. euch nur im Keller, was Du seid ihr kennst für auch ungefähr Opfer? den Hate, den wir damals bekommen, als wir Sosa rausgehauen haben. Ja, Weißt du okay. noch die Also Zeit, wirklich mit Bruder? dem H-Wort und Bro, was ist. dreckigen und Ja, und auf Instagram sogar Nachrichten ja, bekommen und und das geht bei sowas. dir jetzt gerade ab, oder was meint mein Chat? Ja, halt, weil wie Das kriegt ist mit Abo halt. haben? Und Abo ist ja mittlerweile auch so groß geworden, Bruder. Der hat so eine stramme Community, die vergewaltigen mich. Aber beziehungsweise nicht seine Community, er die eigentlich die Trottel in seinem Chat. Ja, doch, Das ist doch, ein. Abo. Ich habe dir doch die Hate-Nachrichten durchgelesen, als ich mit dir Ja, Ding gemacht habe, weißt du? ja. Wir Also können uns ich kann da Aber nicht dafür kann Abo Nachrichten nicht. schmeißen. Ich Ja. nehme das nicht übel, er kann dafür nichts, weißt du, wie ich Ja. meine? Ja. Aber ich Aber habe ich jetzt kann einfach doch. die letzten 2 Tage, Bruder, ich habe den Stream einfach halt gar nicht angemacht. Der Chat hat es mir erzählt, ich habe das ja gar nicht mitgekriegt. Also, Ich kriegt es ja wollte selber gar nicht nicht. so mit. Ja. Er ist auch IC Gestern. ausgewichen. Man merkt, jeder kennt das so. Man weicht auch IC größeren Streamern aus, weil man Angst hat nach heißes Lutschen und so. Ich kann zum Beispiel, wenn ich Ja, bestimmte ja. Leute sehe, dann hau ich ab. Weißt du, was ich meine? Weil ich Angst habe, dass die Leute irgendwas Normal. Falsches sagen. Also Das auch hast jetzt du von Rohat zum Anfang an Beispiel. gesagt, Breitenberg. Ja, habe ich dir Jetzt gesagt, kann ich man wollte mal nicht mal auf eben diesen kurz Server kommen, weil ich Angst Ja. davor hatte. Und das war zum Beispiel auch Das Rohat ist nicht böse normal. gemeint. Ich habe die auch schon ein paar Mal gesehen und dann bin ich direkt weggelaufen. Erstmal, weil ich Angst hatte. Weißt du, das ist schade. Bro, Das ist das einfach kommt so. schade. Ich wechsle ein paar gute Worte mit Olaf Scharf. Es heißt direkt, hä? Warum ist Mr. Bitcoin so nett zu Olaf Scharf? Ja, hä? Weil die ein ganz normales Verhältnis haben miteinander, ein gutes. Ja, das Ja, was, genau. wofür muss man sich rechtfertigen? Für Bro, ich was? weiß auch nicht mal mittlerweile, ich habe einfach Angst, manchmal mit dir normal zu sprechen, deshalb ich kann einfach sich zu treffen und zu sprechen. Und weißt du, wie ich meine? Weil in der einen Alles klar, ich Situation, atme, Frank, Angst, scheiß in die Hose, ja, wenn ich habe einfach, Bitcoin. Bruder, wenn ich jetzt mit dir normal spreche, dann kriege ich die Nachrichten, Blatt scheißen sich ein, Frank scheißt Ja, sich ein, Blatt, ja. Kali Ja, hat Blatt ja. gefickt. Ja, Und dann gehe ich aggressiv rein, dann heißt es Frank Gumbo OG und dann weiß ich nicht mehr, wie ich rangehen soll, weil ich, egal was ich mache, nur Hate abbekomme, weißt Man kann nichts du? angeblich Man, anscheinend richtig machen, ja. für gewisse Leute. Natürlich, also wenigstens nicht von den Großteilen natürlich, aber meistens, ihr wisst, wie das ist, das Bro, ich Schlechte glaube. überwiegt meistens das Gute irgendwie. Aber Ja. wir müssen Bro, einfach gucken, dass vor allem, ich weil der auch da kleine ja dann, Augen ich habe ja auch kriegen. Pablito geblattoutet, dann Muyo, dann kam ja auch noch der Hate dazu, Blatts lösen sich auf und Ich so, wurde Bruder, nicht wir sind genug, ein und oder zwar. so? Ja, nein, aber ich meine, ich habe Pablito geblattoutet, Muyo weg und so, weißt du, dann kommt das auf, dann kriege ich die ganze Zeit, ja, Blatts löse ich auf. Schnapp dich Bruder, wir mal sind am kurz, Tag Bro. 18, Leute, wir sind jeden Tag 18 Blatts, Mann. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist ja so. Also, ich fände es sogar. Also, ich mache das jetzt mittlerweile so, wenn wir in Aktion gehen. Bei mir ist wirklich only Emote-Chat. Und wenn da zu viel Quatsch reinkommt, meine Mods machen direkt wieder Emote oder Abo-Chat rein.
Und das klappt, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Und auf diese Hate-Nachrichten gehe ich kaum, also ich versuche, die zu überlesen. Manchmal raste ich dann OOC aus, weil wenn ich diese Nachrichten lese und sage dann zu meinem Chat, dass sie komplett am Durchdrehen sind, dass es kompletter Schwachsinn ist. Aber generell, ich ignoriere das einfach. Und das ist die Situation, wie ich es am schnellsten gelöst kriege. Also es hört so schnell dann wieder auf, diese Nachricht, weil die merken, die können schreiben, was sie wollen. Entweder ist ein Emote, dann können sie gar nichts schreiben, oder mich juckt's gar nicht, ich lese es gar nicht vor. Ja, aber wenn du es nicht vorliest, ja okay, wenn es, aber es gibt andere Leute, Digga, wo es zu weit geht. Weißt du, ich meine? Ja, ja. Es gibt andere Leute, Digga, die gehen da hin und schreiben irgendwie, du, weiß nicht, ja, oder bei Abu werden vielleicht Kinder beleidigt oder sowas, das ist bodenlos. Bei mir wurden Kinder, meine Kinder wurden beleidigt. Ja, ich mach immer. Bei mir auch. Ach, bei dir auch? Ich mach Submode rein und wenn es zu schlimm ist, Emote, aber mittlerweile, weil die genau wissen, Digga, wenn Männer auf den Sack geht, ich krieg meinen cholerischen Anfall 2 Minuten, beleidige ihn von oben bis unten, der schreibt nie wieder was bei mir. Ja, ich werde versuchen jetzt auch weniger Emote-Chat. Ich habe auch das Gefühl, ich bin einfach ein scheiß Fernsehsender geworden. Wirklich. Aggressiv rauf, dann hört das auch irgendwann auf, weil sie keine Lust mehr haben. Gefühlt das neue Pay-TV, Alter, GTA-RP. Ja, einfach, die tun einfach so, als ob die dich gemietet haben. Mit jeder Sicht, ja, und die haben alle Sichten einfach zur Auswahl. Ja, Mann. Also ich gehe irgendwas machen. Warte mal. Und dann beschwert man sich, weil in der Serie nichts richtig läuft, Digga. Ja, scheiß Frank, Digga. Und ich habe auch viel Hate abbekommen dafür, dass ich von dem Platz weg bin. Auch ich kriege jetzt immer noch auch Hate ab vereinzelt, weißt du? Das ist halt normal, weil die drehen da halt völlig durch. Also sie verstehen wirklich nicht, dass das RP ist. Und die leben das voll, als hätte ich wirklich denen ihre Familie beleidigt, Bruder. Ja, das ist das Krasse. Ja. Wie können die das überhaupt so ernst nehmen? Ja, also, ich weiß auch. Ich denke mir halt einfach, was machen die denn im echten Leben, dass sie dann so durchdrehen bei so einer Sache? Auf der anderen Seite ist das ja ein Lob für uns alle, dass wir unser Ding halt sehr, sehr geil machen. Ja, aber dass sie das halt fühlen, du musst dir mal vorstellen, die sind einfach Fanatiker geworden, als wäre das ein Verein. Ja, aber trotzdem passt es halt nicht. Wir haben einfach halt auch einen Kali-Kartell, ne? Weißt du, Platz. An dem Tag, wo wir Sosa bei dem Platz rausmachen wollten, weil nur zivil und sowas. Bro, Lagerfeuergespräch, Mann. Wenn es gut mit Rohr hat und dass du sowas machst, ich muss dir entfolgen. Ich nehme dir den Strand, lass mich jetzt nicht anfangen. Ja, bei Frank und bei Anin, bei mir war das da richtig krass. Das war da, wo sie meine Kinder beleidigt haben, wo ich mir denke, ey, Bro. Und da war der erste Moment, wo ich überlegt habe, das Stream wieder komplett hinzuschmeißen, weil Kinder ist so, das ist eigentlich das Einzige, wo man mich so angreifen kann, die Familie, ne? Ich sag dir ehrlich, Mujo, wenn damals Monte bei uns ein bisschen länger gewesen und die Monte-Zuschauer hätten sich bisher an die Platz gebunden und dann wäre er rausgekommen. Ja, dann wäre vorbei gewesen, Bruder. Ja. Dann hätten wir es auf. Monte war ja halt, ich sag mal, zum Glück nur 2 Tage bei uns, das heißt, die Leute haben eh nicht viel von uns gesehen. Ja. Zum Beispiel gestern war ich ja ohne Stream, ne, kurz oben bei Abu und den Jungs labern. Mhm. Wisst ihr, wie entspannt das war, nicht auf den Chat zu gucken und nicht mir anhören zu müssen, wie jetzt mich Bitcoin ficken will, weil ich so frech bin oder was auch immer. Ja. Das ist so entspannt. Ich hatte Abo seinen Stream auf, wie er sich einen Arsch ablacht. Ich muss dann. Es kommt Geld bei rum, übertreib nicht. Digga, deine Mutter geht so heftig anschaffen. Jalla weg. Geisteskrank, Digga, wirklich. Okay, es kommt Geld bei rum, dann lass uns einfach alle Dings. Und der ist auch noch Sub, Alter. Dann lass uns einfach alle beleidigen, weil kommt ja Geld bei rum. Dann lass einfach Kinder beleidigen und es kommt einfach Geld bei rum. Ich hab ne Idee. Wir machen jetzt mal 2 Minuten in alle Chats. Wer gebannt werden will, kommt, jetzt habt ihr Zeit. Schreibt jetzt alle mal in den Chats. Jo, Bro. Das macht doch gar keinen Sinn, ich schreibe das auch aus Troll. Ja, Bro, es gibt auch Leute, bann mich. Ich schreibe das echt aus Troll, ja. Wer bei anderen gebannt ist, kann sich bei mir für 5 Subkicks freikaufen. Also 200 IQ, Alter. Ich schwör's dir. Bann und Willen, um Gottes Willen. Ja. Wirklich. Also die Leute finden immer, Digga, das finde ich krass im Internet. Egal was für eine Sache, du kannst aus einem brennenden Haus 50 Leute retten. Und es wird trotzdem einen geben, der was irgendwas dagegen sagt. Das ist so krass. Es ist so krass geworden. Es muss eine Sache geben, die man haten muss an der Situation. Es geht nicht mehr anders. Das niemals klären können. Es ist, das ist krass. Aber GTA ist auch. Aber GTA ist auch Mainstream geworden, das dürft ihr nicht vergessen. Leute, die zum Beispiel jetzt seit 3, 4, 5 Jahren RP spielen, ich komme ja aus der Szene, das war früher nicht so heftig. Die größten Streamer hatten 500, 600 Zuschauer. Ich war auch auf dem alten Server, war ich einer der größten Streamer. Und hier bin ich der Kleinste auf einmal. Und das ist erst seit einem Monat so, seit 2 Monaten. Das ist krank. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich glaube, man sich auch erstmal gewöhnen, das stimmt. Ich glaube aber auch, dass die Chats ruhiger werden, das habe ich am Mittag schon gesagt, wenn sich alles ein bisschen sich einpendelt. Guamont ist jetzt relativ neu auf dem Server, jetzt haben die ihre Gang. Da ist auch bei den Leuten so dieser Hunger und der Hype extrem. Aber in 2, 3 Wochen, wenn es alles ein bisschen, wenn auch die Kriege nicht mehr so extrem sind, wenn alles ein bisschen entspannter sind, auch die Chats, glaube ich, wieder ein bisschen ruhiger und genießen das alles mal ein bisschen mehr. Denke ich auch. Wir müssen auch, selber... Sogar Mods von anderen Streamern auf unserem Server haten gegen mich.
Die werde ich mir schnappen. Mods ja, von Namen, anderen Streamern? Namen geben und Abfahrt. Direkt, ja, ich habe ich hab gerade zwei Namen bekommen, die in einem Stream, naja, nicht gerade so kritikvoll gegenüber Sparta gesprochen haben. Waren das unsere Mods? Nee, keiner von euch, tatsächlich keiner von euch. Ja, Glück. Ja, da habt ihr, Angst. Hab ich schon gesucht, hab ich schon im Chat gesucht, Digga. Ich hab im Chat gesucht, ich sag dir ehrlich. Ich wollte schon Spyro bannen, Alter. Da kam ich. Das Auge sauer und schläft nicht, Timoth. Ja. Ruhig bleiben, Männer. Jetzt sehe ich hier ganz wenig Schwerter bei mir gerade im Chat. Ja, ich auch, gar keine. Erst jetzt kommen sie wieder. Okay. Wir müssen auch noch ganz kurz gucken. Oha. Was 15 Netz-DG-Nachrichten. 15 was? Das ist ein Netz. Was ist das? Oh, das ist doch, wenn Beleidigungen und so reported werden, oder? Ach, ja. Oder das sind Reports, Stream-Reports. Ja. Ja, ihr dürft nicht beleidigen, das sind auch dieselben Leute, die haten und so. Ich, da gibt's, ich beleidige ja nicht. Da gibt's so eine kleine Truppe, immer wenn du mit den, wenn die dich haten, kriegst du zufällig NetzDG-Report und zufällig wird dein Server gehackt, zufällig dies, zufällig das. Anni, bist du gerade in meinem Stream? Ich war gerade drin, wieso? Die wurde gerade von Skuruskuru ein Sub geschenkt. Boah, Kuss, danke dir. Ich will keinen Sub bekommen, ich will, dass jemand Sub giftet. Können wir das So ein Geier, okay, ey. Ach, aber geil. Du bist ja noch kein Partner. Du bist ja auch noch kein Partner. Wie kann das sein? Nein, Mann, ich habe auch mein letztes. Digga, Anfrage, nicht mal ich bin Partner. Geschickt und direkt abgelehnt nach ersten Tag. Halt super, die laufen, Digga. Das ging früher viel einfacher. Da hat Mehdi noch ein bisschen Glück gehabt. Nee, es dauert einfach ein bisschen länger. Es dauert, ja. Einfach. Aber ich glaube, du hast auch noch nicht so lange, oder, Mehdi? Doch, Mehdi hat schon ein bisschen streamt. Wie lange streamst du jetzt schon, Mehdi? Das liegt daran, dass GTA nicht so beliebt ist. Auch bei Unternehmen, so Marketing, dies, das. Mehdi, wie lange streamst du schon? Insgesamt? Schon ein bisschen, ne? 3 Jahre. Ja, ja. Also, jetzt Ende, also wenn jetzt 2022 ist, genau 3 Jahre dann. Aber du? Ich streame seit erst 2019. Ich streame seit jetzt. Also, so richtig streame ich seit. 5 Monaten, ja. Ist ja 2 Jahre. Ich habe, glaube ich, jetzt hier vor ein paar Monaten angefangen, als Rohr zu mir meinte, ich soll mal anmachen. Stimmt, ich habe dich zum Stream gebracht. Ja, und dann hast du mich am Anfang immer gehostet, du hast mich dazu gebracht. Ja. Krass. Ja, Rohr, du streamst auch schon 2 Jahre, ne? Ja, ich stream auch erst seit 6 Wochen. Mhm. Krass. Warum lachst du? Mein Start hat mir auch Rohr ermöglicht. Also ich habe mein erster Stream und er schickt mir direkt 4.500 Leute, ich hatte nicht mehr Mods. Das. Eskalation. Oh Mann. Er ist noch gar nicht klargekommen, Digga. Er ist gar nicht klargekommen. Null. Ich war komplett überfordert. Es hat sich für uns alle von heute auf morgen so viel. Für jetzt die noch viel länger streamen, natürlich nicht. Die haben sich das noch härter erkämpft, aber. Trotzdem hat sich von einem auf den anderen Tag für uns alle viel verändert. Mhm. Und wir müssen auch damit klarkommen und wir müssen auch gucken, dass wir nicht alles so zu Herzen nehmen, was geschrieben wird im Internet. Ja, Mann. Ja. Weil wir sind Personen des öffentlichen Lebens mittlerweile geworden. Ich bin. Oh, ich muss auch erstmal klarkommen, Digga. Ich mach ja, das normal. Ja, normal. Deswegen, das, bei mir ist entspannt. Ich mach das. Oft schon irgendeinen Scheiß gelesen. Ich hab seit 1,5 Monaten eigentlich. Ja, du bist abgehärtet. Ja, Mann. Jetzt sind wir dran. Aber selbst wenn du abgehärtet bist, manche Menschen sind anfällig. Ich hab das auch. Ja, nur ich schlaf schlecht, mir geht's nicht gut, ich will nicht mehr spielen und so. Gerne. Wenn du im Chat bist und du guckst 5 Minuten zu und du wirst markiert, Leute beleidigen dich oder sagen, wir werden dich da und da ficken oder auch in YouTube-Kommentar und so, das ist schon kacke. Vater, man liest natürlich nicht gerne, aber Digga, so wenn ich rausgehe, mir kommt jetzt keiner auf der Straße entgegen und sagt, ey, ich werde dich jetzt ficken, weil du das Kaliger angegriffen hast. Das ist halt das, was ich schon. Das wäre heftig, was das wird schon keiner machen. Bruder, ich baue schon eine Lübeck-Kali-Kartell auf, pass auf. Lübeck. Ja, du weißt, ich komme aus Kiel, ne? Ich bin immer Patron. Die hat der ganz kurz nur. So. Was ist mit den. Es gibt zum Beispiel eigentlich IC-Beleidigungen, die weit über die Grenze gehen. Alle Torsachen. Also zum Beispiel ich habe ja eine Dame bei mir und ihr wird permanent gesagt, lutsch mir den Schwanz, deine Nutte, die so und so. Also es gibt Sepp, Alter. Es gibt so Umgehungen, wie Sepp das macht. Er macht das so, dass das so zwickt, also ich aber der übertreibt das nicht.
Nein. Er übertreibt. Sepp macht das. Sepp will ja Bitcoin, glaube ich, nur provozieren, ne? Ja, richtig. Ich konnte nicht mehr gestern. Ich sag. Jetzt war so lustig, ich meine Lippen oder? Er meinte, du hast gar nichts mehr gesagt, Digga. Du meinst, du hast nichts mehr gesagt. Er hat sich mir den Arsch abgelacht. Ich konnte nicht mehr. Aber. Richtig, das hat er auch mit Mujo gemacht. So richtige, wie dieses Schwanzlutschen und Dings. Das ist, ich finde das absolut, absolut widerlich. Auch andersrum, auch wenn eine Frau das bei einem Mann macht. Ich finde, das gehört da nicht hin. Da muss man also wirklich hart durchgreifen, allgemein bei diesen Sachen. Es gibt einfach Sachen, die sollte man nicht sagen, auch eh-sinnig, finde ich, weil das macht dann OOC-Hass. Ist einfach normal. So. Und ja, keine Ahnung. Dann muss man da... Einer hat mal, Digga, M-Bombe gedroppt, der Wichser, und geht in Support und will noch gegen mich schießen, der Wichser. Er sagt, und dann im Support sagt er, er will Real-Life-Anzeige gegen mich machen, weil ich seine komplette Familie beleidigt habe. Wir müssen auch irgendwas mal einstellen. Ich weiß nicht, ob das vom System her möglich ist. Wenn man in den Loading-Screen kommt, kann man irgendwie alle hören. Da wurde gestern so oft die N-Bombe gedroppt, dass ich... Du meinst in der Charakterauswahl? Genau. Das war Wahnsinn. Ich hatte wirklich Angst, dass ich gebannt werde, ne? Ja, die Charakterauswahl, da schreien die alles rein, Digga. Ich mach bei Charakterauswahl immer, ich gehe immer erstmal in Full-Mute bei Teamspeak. Ja. Und erst, wenn ich EC bin, weil wirklich, die können auch vielleicht irgendwas droppen da, was absolut ein No-Go ist. Der natürlich letzte, direkt. Ja. Letztes habe ich eingehört, wie seine Toilette-Dings hier gespürt hat. Hat er mit seinem Laptop auf Klo gespielt, oder? Ja, ich weiß nicht. Ja, das habe ich bei dir auch gesehen, wo ich auf TikTok unterwegs war. Das hat einer da gepostet. Was? Bei Rohat? Ja, dass er eine Klospülung gehört hat. Ja, er hat einfach Klospülung, dann ist er gekommen. Oh mein Gott. Stell dir vor, da vergisst jemand, dass sich zu Minuten streitet. Setup auf seinen Scheißhaus einfach aufgebaut oder so, Digga. Ja, wir müssen... Ja, wir müssen da zusammenhalten. Das ist also ganz, ganz faktisch. Uns muss definitiv, uns Streamer muss auf jeden Fall allen klar sein. Egal, was IC passiert. Und ich als Mujo hab die Platz auch gesnitcht. In dem Sinne gesnitcht, ich hab mich verpisst. Das ist richtig. Aber, ich habe nicht ansatzweise ein Problem OOC mit einem einzigen. Also auch nicht mit Arnie, gar nichts, gar nichts. Ich habe ja Arnie im Vorhinein, er war zwar ein bisschen enttäuscht, auch OOC enttäuscht so, aber wir haben keinen Streit oder irgendwas, also wir haben uns da nicht beleidigt oder so. Das müssen die Leute verstehen, weil die fragen mich, wie hat denn Frank reagiert, OOC und so, also das ist Käse. Warum soll ich dich denn jetzt hassen oder warum sollst du mich hassen? Der Mujo hat einfach Frank gefickt in dem Sinne und nicht der Simon Arnie. So, das müssen die Leute verstehen und wir Streamer müssen zusammenhalten, dass wir definitiv, klar, man kann, wenn man mal erschossen worden ist, dann ist man mal kurz getriggert. Dann sollte man aber auch danach das direkt wieder aufklären. Hier, Chat, ich war kurz sauer, weil ich gefickt worden bin, aber das hat natürlich OOC nichts mit dem zu tun. Gar nichts. Das ist immer noch ein verdammtes Scheißspiel. Bei FIFA, oh mein Gott, ich habe Leuten den Tod gewünscht, um Gottes Willen. Also, aber das ist IC halt, weißt du? Und das gehört im... FIFA gibt es kein IC, Bruder. FIFA gibt es kein IC. Aber das heißt, das ist immer noch ein Spiel. Das sollte nicht so verbreitet werden. Was? Wie findest du eigentlich Alaban FIFA? Digga, wenn dieser Clip jemals an die Öffentlichkeit kommt, Digga, ich bin so weg vom Fenster. Wie gesagt, ey, du hast 3000 Subs, Rohat, jeden Monat 50 Subs. Ich wie gesagt, nächste Woche Berlin auf der Nacken. Überleg's dir. Der Clip ist da. Ja, Bahnticket schon studieren. Ja, alles klar. Dann ist der Clip lädt auf TikTok gerade los. Nein, ich habe M-Bombe nicht gedroppt, Chat. Ich droppe nie M-Bombe. Das war was anderes. Das ist nicht was anderes. Diese Lache, die ist so dreckig. Digga, damals hatte ich auch nur 10 Zuschauer, Mann. Ja. Da hat niemand gejuckt. Ja. Wenn ich jetzt machen würde, Emily würde vor meine Tür klopfen. Scheiße. Ach Mann, ja, aber du hast jetzt noch ein größeres Problem, ne, Frank? Was denn? Schön, jetzt ist er abgehoben. Einer von deinen Leuten hat ja Duanga Kalinga angegriffen und jetzt hat Duanga Kalinga Streit mit dem Platz. Also, Duanga Kalinga. Hey, warte, was? Duanga Kalinga ist Angela Unana Usas. Ey, hör mal zu. Boah, ich hab den noch nicht kennengelernt. Ich hab den noch nie gesehen. Ich hab ein Blatt heute gestern gekillt. Mit einer Stange, weil die meine Langwaffe weggenommen haben. Ich hab ihn einfach kaputtgeschlagen. Sepp hat heute auch, also Digga, du hast so was Geiles mit der Brechstange gemacht. Ja, aber ich hab dich. Ihr habt. Ey, Digga, Rohat, ihr habt mich so gesnitcht, ne? Ich war vor 3 Stunden für euch im Gefängnis. Ich bin vor PC eingeschlafen. Voila, ich konnte nicht mehr, ich war tot. Und ihr seid einfach weggegangen. Ihr habt ihn da alleine gesagt, wo ist jetzt Sosa, mein Freund? Ja, wir sind einfach pennen gegangen. Das war um 4 Uhr morgens. Ja, und ich musste noch wach bleiben, bis alles fertig war.
Ich sag's euch, er nimmt echt immer eine Brechstange mit, damit könnt ihr so viel machen. Das ist so ja, ich sag doch, er hat einen Stanger und ist sehr stark. Ein Stanger. Ja, Mittag auch. Manchmal, wenn du nah dran bist, ist auch. Ist Brechstange besser als Dings, weil du kannst dich so schnell auf den Kopf ändern. Ja. Ja, Brechstange kannst du auch in Masse rein, ne? Das ist so krank. Golfschläger ist richtig gut. Ich hab auch gut, ja. Ich hab am ersten Tag Massaker gemacht am Würfelpark aus Versehen. Drei Leute umgebracht mit Golfschläger. Ah, Golfschläger wieder mal für einen Adligen. Okay. Oh. Ja. Golfschläger mögen mir munden, junger Mann. Oh. Oh, warum isst du die? Was sind munden? Also gefallen heißt das. Sind mir sehr genehm. Achso, okay. Tamam, wir haben uns. Wieder mit seiner Gangart, Digga. Ich kann's wieder. Wir kriegen das schon irgendwie hin mit dem Discord. Ja. Jetzt sind wir nur zu nett miteinander. Machen. Muss auch nicht sein. Genug was? Gelutscht, sagst du, ne? Machen wir das mit dem Discord? Ja, einer, ich denke, ein paar machen das so. Ich glaube, Spyro wäre bestimmt auch dabei. Der ist ja jetzt auch übrigens mein Mod. Ich hoffe, ich habe den nicht weggenommen, Rohat. Digga, der ist hobbylos. Der kann bei jedem Mod sein, Digga. Der hat nichts zu tun. Der arme Digga. Was sagt er? Sagt, Digga. Das war's, Digga. Du hast ihn als Mod verloren. Der ist weg. Digga, Anni, jetzt hört sich gerade so an wie damals mit Michi im Auto, weißt du noch? Ach, oh, Digga, ja. Digga, als wir zum ersten Mal meinen GT hatten, ne? Digga. Ja, als wir das erste Mal den GT hatten. Ja, man merkt, er ist erleichtert, ne? Das hat ihm gut getan heute. Ja, man. Erleichtert bin ich. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in-game, raiden nochmal das Kali, rasieren es nochmal weg und dann. Und kriegen dann wieder Hate-Kommentare. Ja, ja, let's go. Danach machen wir OC-Talk wieder. Okay, jalla. Frank, wenn du Bock hast, können wir später mit Kali und Bloodout, Blatz hier Monopoly spielen oder so, gemeinsam. Hau ob. Nein, ich komm, wir sagen, Digga, was seid ihr für Platz für Opfer? Warum kauft ihr Schlossstraße? Was soll die Kacke? Ich hab mit Sparta schon ausgemacht, dass wir nachher Pummelparty spielen. Also wer da dabei ist, ich weiß oder Pummelparty, mega geil. Ich bin sowieso nicht mehr lang wach. Vielleicht noch eine halbe Stunde. Du darfst nicht mitspielen, so. weil du da ein Cheater bist. Ja. Ausgemacht. Du hast mich dazu genötigt. Ja, ich brauch Geld, hab ich ja gesagt. Ich brauch Geld. Du musst unbedingt mitspielen. Ja, ich brauch schlechte Gegner. Dass ihr euch nicht schämt, ich hab 20 Tage gestreamt. Ab heute? Ja, Chat, ihr müsst, guck mal, Chat bei Rotti. Ja, Retalk, du hast 20 Tage jetzt, live, Mann. Er hat 30.000 Subs, da muss man nicht mehr jeden Tag streamen. Ja, er ist jetzt dieses, okay, dieses, so ein Rentner, weißt du, er hat jahrelang gearbeitet, nur dass es halt bei ihm jetzt eine Woche war. Woche. Er vergisst, woher man kommt. Weißt du, früher, da war man noch zusammen auf dem Discord, da hat man gemacht, da war hier und da. Jetzt ist halt, die Zeiten sind vorbei, die schweren Zeiten. Jetzt ist er auf einmal 1,90 Meter groß, obwohl er vorher 1,60 war. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn damals nie gehostet. Aber mit Geringverdienern mag der Herr sich nicht abgeben, mein. Digga, Robert, ich kann dir das jetzt jeden Tag freuen, ich schwitze so schön. Digga, das Cousin mich immer noch anruft. Okay, ey, gehen wir wieder rein, ne? Okay. Ja. Vielen Dank. Wo waren wir eigentlich? Ich Sparta, da riesen Dank, Digga. Ich glaube, wir waren hier stehen geblieben, warte. Sehr, sehr gerne. War sehr wichtig. Wir waren hier, einmal eine Million. Was Dingo fordern? Du bist überfordert. Kann ich überfordern? Was fordern Dingo? Kann ich hier schießen? Du schreibst auf jeden Fall gerade in den Chat. Mr. Bitcoin und Frank machen zusammen Überfall. Oha. Er hat mich gefickt! Wer war das? Abu hat mich getötet, hä? Mit Frank? Ich stehe in der Crypt. Ja, ich krieg sonst nie einen Down, Rohat. Ich musste das mal endlich mal einen Kopfschuss machen, sonst schaffe ich nie jemanden zu töten. Bist du auch kacke mit der Waffe? Junge, ich bin der größte Flop. Ich bin einfach Müll. Deswegen rede ich so viel, weil ich nicht schießen will. Langsam komme ich rein. Aber kannst du nicht schießen? Nein, ich bin komplett. Nein, der kann nicht. Ey, Frank, hast du letztens mein Sniping gesehen? Bruder, du bist so bodenlos. Du bist so da auf dem Dach, ne, mit dem Polizisten. Oh mein Gott. Du bist so. Deswegen habe ich hier. Sparta, bringst du Frank wieder rein zu den Dings? Bei uns in die Hood? Kannst du meinen Hunger stillen? Am besten auch direkt in die Garage, Sparta. Jetzt ist gleich so typisch. Sag Frank, er soll streamen, wir lassen Liebe da. Frank ist schon live. Ja. Bist du live? Ja. Rüber zu Frank, schick mal einen Link rein. Oh, Kuss, Bro. Jetzt geht's los. Oh. Schick mal Medi seinen Link rein, unfollow. Ja, besser ist aber auch. Unfollow. Dann hat Jara schon einen scheiß Arsch gehofft, dass du wer 20 Zuschauer hast. Jetzt ist es kein Mann, Freund. Das ist jetzt egal, ja, weißt du? Wir lachen jetzt egal. Das war jetzt keiner mehr danach, weißt du? Die früheren Zeiten sind vorbei. Was für Daddy sind wir? Boah, wie schwer ballern sie nicht. Oh mein Gott. Holy shit. Wo ist er? Er kriegt dich nicht mehr. Er hat dich. Wenn du ihn jetzt killst, dann bist du der Beste der Welt. Du bist der Schlechteste.
Sepp, wo bist du, Mann? Ich hab dir gerade. Hol uns mal hoch, ich hab den Just Fun getötet. Raus. Ich mein, Games Discord. Ey, Sparta, komm mal und hol uns beide hoch. Okay, bis dann. Oh, ey, Breitenberg, es kann sein, dass bei dir gleich ein bisschen rumbackt, weil mein Game gecrashed ist. Wenn ich jetzt reinkomme. Alter, was macht ihr denn da? Ich hab euch doch gerade erst hochgeholt. Ja, der ist irgendwie gekommen und ich hab Just Fun geschossen. Ey, die Dings da. Warte, ich sag den kurz mal, dass das. Einmal über Liebe da lassen in den Chat. Alles gut, das ist OOC gewesen, ne? Alles gut. Wir haben gerade OOC-Talk gemacht, alles gut, das war. Alles gut, ja, er hat ein bisschen Spaß gemacht. Da konnte er auch nicht reden. Ja, tut mir leid, meine Freunde, ich liebe euch für immer. Ja. Ey, Digga, ich habe Sepp erstmal fest hineingelegt. Nee. Ja, ohne die Stimme, Digga, dachte, wir sind ein anderer Mensch. What's up? Ist hier der Hausmeister, klar. Hol den auch mal hoch, der hier liegt. Hol den auch mal hoch. Junge, hier sind Geister, Alter. Ja, da ist er. Tut mir leid, ich hab nur Just for Fun geschossen, ja? Ja, alles ich gut. Ich hab grad schon gedacht, was geht denn jetzt hier ab? Hä, was ist jetzt passiert? Wir haben einfach einen Medic hier, jetzt. Ding mit der Pistole hat hier Crippen abgeschossen. Einfach so, weißt du? Ach dann so. Hab ich kurz gedacht, was geht denn jetzt hier schon wieder ab? Okay, Yalla, wir gehen Dings. Ich geh jetzt weiter, ne? Viel Spaß euch, Jungs. Haut rein, Mann. Keine Ahnung. Rein. Ajo. Okay. Hau rein, Mann. Franklin Mods. Hä? Ja, das ist mein Auto. Das ist mein Auto. Hau rein, Mann. So, Jungs, ich bin wieder da. Ja, Jungs, ich bin wieder da. Was? Wer ist denn da? Wenn Ammunition offen hat, heißt das, da sind Waffen zu verkaufen? Wenn du einen Waffenschein hast, ja. Ah, scheiße, hab ich nicht. Mujo hat einen, der könnte einen für uns kaufen. Meinst du, Del macht das? Für mich, ja. Okay, Jungs. Ich bin gerade Würfelpark. Ich bin gerade Würfelpark. Ich bin da. Ich bin aber nicht lange wach heute, ja? Chat, danke euch für diese ganze Liebe. Können wir Submod raus machen und ein bisschen Liebe da lassen? Nur Liebe, weil ich will nicht, dass irgendjemand. Guck mal, ich habe Frank dazu gebracht, zu streamen. Und bei dem. Und Mujo und Dings so. Ich habe zu Frank damals, als ich da war, ich habe den so gemocht. Ich habe immer zusammen mit den RP gemacht. Damals war ja noch kein OG bei dem Platz und sowas. Und. Wenn er jetzt so traurig ist, weil er am Stream ist und die schon so am Überlegen sind, dann irgendwie mit dem Stream aufzuhören und so, sowas will ich einfach nicht hören. Deswegen habe ich mich bereitgestellt, auch wenn ich gerade da geredet habe und eigentlich gar nichts mit der Situation zu tun hatte, habe ich trotzdem mit denen geredet, einfach wegen der Reichweite, damit mehr Leute das erfahren und das mitkriegen, weil ich will nicht, dass irgendwelche Kinder beleidigt werden oder irgendwie so dumm angemacht werden wegen irgendeiner Scheiße in der P. Wisst ihr, wie ich meine? Also nur Liebe an die Jungs und Liebe weiter und geht nicht, ich kann es nicht oft genug sagen, geht nicht zu anderen Leuten rüber und beleidigt die. Und danke auch für die ganze Liebe von den Subs her und sowas. Sind 28.600 Subs, das ist geisteskrank. Kuss, Jungs. Kuss, du. Wo seid denn ihr, Wichser? Für die ganzen Subs an alle Leute. Wo, Würfelpack? Und man hat's gerade doch mitbekommen. Das war alles. Sag mal, wie fahren Sie denn, Alter?
Man hat ja gerade gesehen, dass man, Dings, dass alles, was da war, und wir haben ja normal miteinander geredet, wir verstehen uns ja alle auch sehr gut, so, obwohl wir das eigentlich nicht müssten. Wir könnten einfach auch neutral zueinander sein, aber das Ding ist, wir verstehen uns ja auch alle gut miteinander und wollen ja auch nicht, dass irgendwelche anderen Leute rübergehen und die beleidigen. Natürlich. Isco, wo bist du? Chat, noch 500 Follower und dann haben wir die 300k. Groß. Oder wie viel? Noch 500. Also an alle Leute, Folgen ist kostenlos. Würde mich freuen, wenn wir heute noch dieses Licht, die 5k knacken. Kurs an euch. Wo seid denn ihr, Alter? Cousin Rick, Cousin hat mich... Schnell Fake-Account machen. 500 fehlen uns noch. Yo. Ja, du Ding? Ja, du hast mich die ganze Zeit angerufen. Ja, ich wollte wissen, wo du bist. Wir haben, ich hab ein paar Mieter hier bei mir. Ja, ich war mit Dings, RP-Pol am Reden. Ich bin Würfelpark. Soll ich ja wohl kommen? Mit Auto oder? Ja, sag wo du bist, ich komm da hin. Anwesend. Anwesend, ich komme. Okay. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ich hab gehört, wegen 300k 12-Stunden-Stream. Lass mich in Ruhe, Alter. Mit euren 12-Stunden-Streams. Ihr habt mich gefickt. 20 Tage haben gereicht. Der muss für Guppy, den Migos. Was? Chito, du musst unbedingt lauter reden. Man versteht dich nie. Yo, Cousin! Der Cousin muss das unbedingt mit seinem Scheißfunk fixen. Wo bist du? Auf dem verfickten Anwesen, Alter. Bruder, bist du drin oder draußen? Ich noch hier. Draußen hinten. Ja, sag das mal wenigstens. Warum habt ihr einen Medic? Heli, hier. 330 noch, Kuss. Was für Dickpick-Battle. Gestern OC mit Chito. Wie, die haben Dickpick-Battle gemacht? Nein. Ey, Rick? Ja, erzähl. Ich wollte dir sagen, dass du nicht ziemlich beschissen aussiehst. Was? Ich wollte dir sagen, dass du ziemlich beschissen aussiehst. Digga, warum übertreibst du denn jedes Mal so? Warte mal kurz. Chito! Chito! What? So außer an Chito! Ja, Bruder, ich... Chito, wer hat den größeren Schwanz? Du oder Marcel? Ja, ich hab den Bruder gestern Abend aufgefordert, das mal gucken, so wer den größeren und dickeren hat, aber er hat anscheinend Eier eingezogen, oder? Hey, Jungs, tschüss, okay.
Komm mal zum Anwesen hinten. Jetzt weiß ich mal wieder, wie du ausgesprochen wirst. Ich dachte immer Rohat, Rohat. Aber jetzt heißt Rohat, ne? Ey, Sosa, draußen sind Bundeswehrler, ne? Big Sosa. Also, wenn ihr wollt, kommt raus. Aber okay. Einfach nur rumreden. Sosa. Ey, Dings. Sosa, wir wollten doch noch PD gehen. Stimmt, warte. Wie findest du mein Fahrzeug? Du musst hier um die Ecke mal schauen. Guck mal hier in die Ecke. Scheiße. Schau doch mal. Ja, scheiße. Ach, Digga. Bruder, du hast geschissen auf die Karre. Ja, okay, wie willst du denn am besten machen? Bruder, es sieht aus wie Scheiße. Oh. Sag mal, wie willst du denn am besten machen? Bruder, aber das passt gar nicht. Dieses Gelbe mit diesem Dings. Und warum steht das Yeezy hinten drauf? Keine Ahnung, wo da Yeezy steht. Bruder, ich finde, das sieht scheiße aus. Sag ich dir ganz ehrlich. Also im Bundeswehrler lass ihn mal hin. Lass mal, ich steig aus, warte. Kommt nicht zu Cousin, lasst euch wird. Fühlt euch gekuschelt. Schau uns auch, Cousin. Rick, was machst du? Ja, Jaffa, wir sehen uns, verdammt, ist das. Ich bin Mendic. Wer ist das für... Ach, du ist Mendic, Cousin. Was war denn hier los, Jungs? Warum sind noch alle Kinder? Mendic, ich habe Beinschmerzen. Können Sie mich bitte, Jo. Ja, was los? Musst du dafür nicht in den Knast, wenn du als Mendic angezogen bist? Eine der besten komm mal mit. Ja. Ich glaube, Cousin hat ja Faxen geschoben, Bundeswehr, Auto und so, und es haben sich wohl Leute beschwert, deswegen wollten die hier vorbeikommen und mit Cousin reden. Aber haben wir haben ein Bundeswehrauto in unserer Garage, sagt Pablito. Warum? Hatten wir doch. Ist der weg? Ja, Bruder, ihr müsst vorsichtig sein, das kommt alles auf uns zurück. Alter. Ja, die ficken uns sonst. Ey, Jungs, Bruder, das geht wirklich nicht. Also diese Schuhe bitte nicht in Dings mit mach das Gängen irgendwo reinziehen. Am Würfelpark oder was weiß ich. Ja, war doch Cousin seine Idee, das hierher zu bringen. Ja, den fick ich gleich auch noch. Nein, Mann, chill, aber das ist halt, müssen wir echt mehr Lauf passen, wirklich in der Zukunft. Ja, Pablito, Schwanz sag, bekommen. Die ganze Zeit, soll das abgehen. Na, Sosa, ich sag, ich Schmerzen, du musst mich behandeln. Nein, Bruder, deine Behandlung sieht ganz mal, anders aus, was du da gemacht hast, Alter. Ey, Chito, die stehen gerade so durch da, ne? Was gemacht habe. Nein, alles gut, Jungs. So wie du läufst, wurdest du ganz anders behandelt, Alter. Auf eine andere Art und Weise, Mann. Alter. Ey, yo! Was ey, Sosa, mein Bruder lang? Okay, Sosa, komm mal mit mir da. Halt mal auf damit. Isgro kriegt immer einen Anfall, Alter. Was ist los? Wenn es schlagen gehen, kriegt man einen anderen Anfall. Was ist los? Komm mal mit mir dann, lass mal die Karre tun, Mann. Nee, Alter, da ist nichts zu retten. Wie das ist Digga. Guck mal, wie seine Karre aussieht, Isco. Komm mal mit. Isco, was sagst du dazu? Sieht aus wie Scheiße, Alter. Steig mal ein. Oh, noch blaue Unterbodenbeleuchtung. Der hat richtig gekackt auf die Karre. Ja, aber das ist ein Fraktionsfahrzeug. Guck mal. Ey, Link, du hast 8 reingeschissen. Ey, du hast Hardcore reingeschissen, Alter. Bruder, was ist das? Soll ich den schwarz machen? Matt schwarz? Ja, die Farbe ist geil, aber. Ey, habt ihr einen Schatten oder was? Was macht ihr hier? Bruder, schau dir mal seine Karre an. Bruder, hab ich gesagt. Was ist denn Scheiße? Was ist denn Scheiße aber? Bruder, ich hab gesagt, was, damit schleppst du nicht mal Transen ab, hab ich gesagt. Digga. Nicht, dass Transen jetzt irgendwie anders bewertet werden oder so, aber. Ja, ne? Nein, alles gut. Ja, du weißt, was ich meine. Was ist denn Scheiße? Sag mal. Nein, schau mal, das Gelb, Bruder, das passt die gar sieht nicht. Gelb nicht. Guck mal, Bruder, er hat auch noch blaue Unterbodenbeleuchtung. Der hat... Guck mal, lass mich fahren, ich fahr da mit hin und ich tune das mal gut. Steig ein. Und dann noch Carbonhaube, Bruder, da sind 50 Farben, wie Papagei sieht das. Das Carbonhaube geht nicht. Bruder, ja, was ist ein Typ, Alter. Alter. Scheiße. Bruder, das Traurige ist, er fährt nicht mal 200, Alter. Nicht mal 200? Ich muss den... Ich hab mit Herr Toast ausgetestet, der hat den irgendwie 300 fahren lassen, aber der driftet zu krank. Handling ist Müll. Man kann die Designs noch ändern, aber das kann nur Herr Toast. Bruder, das sieht aus wie Scheiße, Alter, ich sag dir ehrlich. Also wie, ja. richtig, also wirklich, als hättest du in... Guck mal, vor allen Dingen hinten, die Farbe sieht ja auch anders aus als die drinne. Blaue Unterbodenbeleuchtung.
Bruder, die Motorhaube sieht aus wie Scheiße. Du hast richtig reingekackt, ne? Die Motorhaube ging nicht anders. Bruder, du hast reingeschissen einfach. Ja, okay, du übertreibst die ganze Zeit, Alter. Bruder, mehr hätte man nicht reinscheißen können, ich sag dir ehrlich. Wie kommst du überhaupt auf blaue Unterbodenbeleuchtung? Das war schon so, deswegen, ich hab das gar nicht geändert. Hätt's gekackt, wäre besser gewesen, Alter. Fährt doch 200. Ja, 200 fährt er, das war's aber noch. Es hat aber ein Einzelstück, ne? Den gibt's nicht nur nochmal. Ja, frag dich mal, warum es den nur einmal gibt, Alter. Hä, warum? Man kann richtig geil Aufkleber und so machen bei ihm. Aber ich muss zu Herr Gulasch, der hat gerade Besprechung. Digga, was? Wo bin ich? Auf einmal Crips Hood. Digga, ich bin einfach in der Crips Hood. Ich wurde einfach dahin teleportiert. Als ob? Ehrlich, bei Gott. Soll ich dich abholen? Ich komm sofort, warte, ich hol den ab. Ja, yeah, komm mal hier. Bist du sicher, dass das Ding so in der Nähe RP-Pool ist bei dir? Nee, nee, scheiß drauf, komm einfach, hol mich einmal ab. Stimmt, meine Map ist auch unten weg. Ich geh mir mal ein paar Döner kaufen, Alter. Lass mich fahren. Lass mich fahren. Ich kann irgendwie nicht aussteigen, Mann. Warte kurz. Warum kann ich aussteigen? Hat eine Playlist, ja, Ausrufezeichen Playlist. So, jetzt. Wir müssen später nochmal auf jeden Fall Dings gehen. PD. Polizei, lass die Karre tun und dann zum PD. Jo. Ist ja echt bodenlos, Alter. Was ist denn das hier? Sieht aus wie Scheiße. Du bist so ein Hund, ne? Hier ist Dings. Bruder, du bist ein Hund, Alter. Nicht mal ein Hund wäre auf die Idee gekommen, so zu zu lackieren, Alter. Nicht mal ein Hund. Warum gehst du hier rein, hä? Keine Ahnung, Alter. Was ist mit dir? Die Garage ist auf der anderen Seite. Schnauze. Also wirklich so ein Idioten habe ich auch noch nie gesehen. Ich sag dir ehrlich, hätte ich meinen Hund da dran gelassen, er hätte besser gemacht. Wirklich, mein Hund. Bruder, ja, scheiß drauf. Nein, scheiß drauf. Er hätte wenigstens draufgekackt, weißt du, dann wäre besser gewesen. Wo ist eigentlich dein Porsche, Mann? Den fährst du eigentlich nie. Ja, stimmt. Soll ich den verkaufen? Wie geht der denn weg? Ich hab den nur einmal gesehen noch bei jemandem. Der hat einen Zweierchip, glaube ich, oder ich weiß gar nicht. Was der für ein Chip hat. Wann hast du den denn gekauft gehabt? Den hab ich geschenkt bekommen. Oha, Digga. Warum, weißt du warum? Weil ich doch so einen Typen runtergehandelt habe. Also weil er 50 Millionen wollte und ich hab den. Und Herr Toast hat den dann für 20 bekommen. Ach so. Digga, du hast nicht mal Turbo gekauft. Doch, hab ich. Nein. Ja, okay, dann. Scheiße. Dann hol. Boah, ich will noch deinen Nacken. Ich würde matt-schwarz richtig spielen.
Du hättest erstmal deine Fresse mit dem Umlackieren, Lukas. Mach mal matt schwarz. Mach mal matt schwarz, bitte. Boah, ist schon krank. Matt schwarz. Auf jeden Fall besser als das, was jetzt. So sieht das besser aus als das mit dem Lila, Alter. Lila habe ich. Ich habe selber gesagt. Entweder matt schwarz oder Lila. Und der Lila hat gewonnen. Deswegen habe ich Lila genommen. Wegen der Fraktion auch. Hey, kann man die Farbe da hinten nicht ändern? Nee, geht nicht. Deswegen Aufkleber, das kann nur Gulasch, glaube ich. Ich finde das mit matt schwarz passt das gut, Mann. Alter. Man kann auch andere Aufkleber machen. Soße, seid ihr noch beim LSC? Nee, wir sind beim. Unten beim Mechaniker. Unten beim Mechaniker? Okay, wir kommen. Als Innen würde ich halt auch Geld machen, damit es so, weißt du? Anders geht's nicht. Ja, das musst du erstmal so haben. Und jetzt Unterboden. Sieht aber aus wie Scheiße, sag ich dir ehrlich, Alter. Sieht besser aus als vorher, aber. Weiß nicht. Sieht so aus, als wärst du BVB-Fan, Alter. Dem einen wird das aber gefallen. So. Alter, so sieht der krank aus. Der sieht geil aus. Doch. Digga. Sieht immer noch scheiße aus, aber wir mussten Gelb nehmen, weil man diese Farbe hier nicht ändern kann. Du kannst diese Farbe hier nicht ändern. Die Farbe gab's so früher auch nicht, Digga. Ich weiß nicht. Nee, das kann nur der Toast ändern, diese Aufkleber. Ja, Bruder, dann sag ihm, Bruder, das sieht krass aus, Alter. Ich schwör's dir. Was halten du, Alter? Bruder, das ist doch nur. Man kann für dich ganz gut. Machen, aber Bruder, mach das weg, glaub mir, vertrau mir, dann sieht der Wagen viel geiler aus. Vor allem, du hast auch noch hier Carbon, Alter. Das ist wegen dem Aufkleber so, das ist Bruder, das sieht zu viel Farbe, Bruder. Das ist dein Privatfahrzeug, ne? Ja, ja. Aber Bruder, wenn dir das gefällt, dann lass das, bin ich dir ganz ehrlich. Scheiß auf die andere Meinung, Bruder. Ist dein Fahrzeug, du fährst den, weißt du, was ich meine? Ich muss gucken, ob man Aufkleberfarbe ändern kann. Ja, das wäre zum Beispiel gut. Haben wir Aufkleberfarbe ändern, wäre okay. Jalla. Ich gehe eh gleich schlafen, Jungs. Ja. Ich will nicht. Was hast du gesagt? Ich gehe gleich schlafen. Okay, danke. Ja, lass PD kommen. Ja, lass nochmal zum PD und danach geh ich schlafen. Aber zieh deine Medic-Sachen aus, bitte. Die werden sich ernst nehmen. Ich bin auch ein bisschen. Ich geh zu meinem Kollegen-Chat. Boah, das Auto sieht krank aus, finde ich. Krank scheiße. Steck aus. Hier mit eurem von 20, Alter. Aber danke für die ganzen Subs, auch Ploxy hier für deine 6 Monate. Ich küsse eure Herzen. Boah, Bruder, ich hab hier diese ganz anderen Probleme. Okay, ey Jungs, ich bin dran, ne? Wir waren ja heute schon mal. Ah, sie waren ja auch da. Sie sind nicht dran. Sie stellen sich bitte hinten an. Dankeschön. Heute noch, Alter. So, ich wollte was sagen. Sie sind auch nicht dran. So, und zwar, wir möchten eine Demo veranstalten. Und wie Sie gesagt, ja, sind Sie noch nicht dran. Wer ist denn sonst dran? Wer ist denn sonst dran? Die Leute, die vorhin hier stehen. Ja, dann machen wir. Wir wollen eine Demo veranstalten. Verpiss dich, du Spasti! Mein Gott. So, der nächste soll ran. Ach so, mein Gott. Der nächste, bitte. Wie kann ich das? Ich hab. Stell dich mal an, was ist mit dir, Alter? Siegbert Jürgens ist mein Name. Ich wurde auch angenommen. Jürgens. Jürgens. Wann ist es? Haben Sie angenommen? Vor 2 Tagen, glaube ich. 1-2 Tagen. Seid ihr nicht hier am Anwesen? Kann ich nicht nachgucken. Ja, alles klar. Stellen Sie sich,
stellen Sie sich bitte mal da drüben zur Tür, dass wir hier mal eine allgemeine auf. Ich kümmere mich um Sie. Der nächste. Ja, ich wurde auch angenommen. Alle hier Bewerber. Ich hatte sie doch schon mal im Bewerbungsgespräch. Ja, nee, zusammen. Ja. Alle angenommenen. Ey, was macht ihr denn? Also alle die mit Namen. Weiß ich nicht mehr. Weil es vier Tage her. Ja, der hat ja deinen Namen. Ich habe ihm gesagt gehabt, dass das erste Mal. Geh mal bitte weg und rede ein bisschen leiser sonst. Nein, Ernesto Loco. Er kann doch. Ernesto Loco. Ja. Sekunde. Alles klar, dann stellen Sie sich bitte auch zu dem Herrn da drüben. Das wäre ein Aufteil. Danke, Boy. So. Nächster. Wir gehören zusammen. Wir möchten eine Demonstration veranstalten. Sie haben ja gesagt, wir sollen nach einer halben Stunde irgendwie wiederkommen oder so. Wir haben aber leider keine Zeit. Genau, ich habe Rücksprache gehalten mit den Präsidenten und das läuft über das Bundeskanzleramt. Da müsstet ihr euch einmal melden. Das Problem ist, ich bin auf der Blacklist, ich kann da nicht hin. Ich kann das machen. Muss es jemand anders übernehmen, aber ich mach das. Okay, danke, ja, ich geh da mal hin. Bruder, ich finde Chris Pratt richtig gut. Ich sag's dir, der gibt uns sofort die Demo. Komm, ab dorthin. Mach auf, deine Scheißkarre. Isko, komm zum Bundeskanzleramt, oder wie das heißt. Wo ist das? Gerichtshof ist das doch ganz normal, oder? Nee. Da muss er sein. Das ist beim, Ding, wo ist das? Ich meinte, es war... Gegenüber vom Krankenhaus. Bürgerbüro und so ist das. Diese Justizgebäude, glaube ich. Okay. Ich bin mit dem recht gut, Mann. Oder sieht aus wie der Lamborghini von Marco Reus, Digga. Digga, was hat der arme Marco Reus jetzt gemacht, Mann? Lass den noch mal. Jetzt wundere ich mich nicht, warum ich die Karre für 2 Millionen bekommen habe. Oha! Scheiß. Er hat in mein Auto reingeschissen, Alter. Hallo. Ey, der Hipster, ja, der Hipster, wieso? Ich möchte einmal mit dem sprechen. Wo ist der denn genau? Sagen Sie vom Big Sauce und Rick Sanchez. Ich bin hinter. Deswegen möchten Sie denn sprechen? Wegen einer Demo. Demonstration. Sosa, wo seid ihr? Wegen einer Demonstration. Wir sind im Gebäude drin, Jungs. Alles gut. Kommt auch her. Sie kennen Sie angemeldet, haben Sie einen Termin? Der kennt mich. Nee, aber ich habe sehr guten Kontakt mit Chris. Also ich würde mit dem einmal reden wollen. Am besten. Nehmen Sie noch einen Moment vorne Platz. Na klar, dann machen wir uns. Machen wir gar kein Problem. Fred von Jan. Zu viel CO2. So. Bruder, ich hoffe, wir bekommen die Scheiße. Ich glaub schon. Das wäre so geil, dass das. Also, das wird in die Geschichtsbücher eingehen. Zu viel CO2, Mann. Und dann mit Lambos. Los. Das ist ein Masterplan. So. Digga, letztens hat einer eine Story gemacht. Ey, was wollt ihr für eine Demo starten, ja? Fridays for Future. Ey, Bruder, setz dich auf meinen Schoß, Alter. Ich sitze nicht. Wir dürfen hier nicht lang bleiben, sonst wollen die wieder eine Form uns haben, Cousin. Die rufen hier. Die rufen dich. Alles gut. Können Sie alle mal bitte zu mir kommen? Und das hilft dir, Jungs, komm mal her. Haben Sie unseren Namen gesagt? Die Maske runter. Ja, der hat uns. Und ich dachte, die Maske runterzunehmen, hier gilt ein Vermummungsverbot. So. Ja, natürlich, doch, der Herr. Ist doch gar kein Problem. Okay. Gut, Sosa war dein Name, ne? Ja, genau. Herr Sosa, ich weise Sie darauf hin, dass Sie Hausverbot bei uns haben. Wie, ich habe Ihr Hausverbot? Sie haben Ihr Hausverbot. Ha, hat das der Press gesagt? Das ist so die Anweisung. Können Sie dem Press sagen, dass Sie vielleicht draußen reden und deshalb
Darf ich Sie bitten, bitte umgehend das Gebäude hier zu verlassen? Ja, wenn ich mit dem Press reden dürfte. Okay. Aber ich muss mit dem einmal reden. Ja, aber nicht im Gebäude. Dann sagen Sie, kommst du, Sir, kommst dann du, Sir. Ich gehe raus und dann sagen Sie Bescheid, ich warte draußen, okay? Ja, aber dann verlassen Sie bitte das Gebäude. Ihre schweren Gegenstände Wachmeister erst weg. Begleiten Sie nach draußen. Was?